Hallo, wir sind bei der Trigonometrie und du kennst die einschlägigen Sätze, also insbesondere Sinussatz und Kosinussatz und sag ich mal die anderen Sätze, Pythagoras etc. natürlich auch. Und damit kannst du jetzt einfach alles berechnen in allen möglichen Dreiecken. Ja, da steht dir jetzt quasi die Welt der Dreiecke offen. Hier habe ich mal eine Aufgabe vorbereitet. Die sieht ungefähr so aus. Wir haben hier eine Höhe h und diese Höhe ist zu bestimmen. Oft ist das ein Turm oder ein Berg oder sowas. Wir haben außerdem eine Strecke hier vor diesem Turm und zwar die geht von hier bis hier. Das ist die Seite C in dem Dreieck ABC. Diese Seite kennen wir, die können wir nachmessen mit einem Maßband oder sowas, wenn wir uns das jetzt mal in Realität hier mit einem tatsächlichen Turm vorstellen. Und wir haben die Winkel, unter denen wir den Turm sehen können. Diese Winkel lassen sich ziemlich genau bestimmen. Man nimmt sich ein Fernrohr und verbindet das mit einem Winkelmesser. Ja? Und wenn man dann durch dieses Fernrohr die Turmspitze sieht, dann kann man an diesem Winkelmesser den Winkel ablesen, unter dem die Turmspitze dann erscheint. So sagt man das. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.